Moin Moin, ich bin's wieder, euer Jack. Heute zeige ich euch das Farming-Skript bzw. Mining-Minenarbeiter nennt, so wie es nennt, so wie ihr es wollt. Meine Güte, ich fange jetzt nicht von vorne an. Denn alle guten Dinge sind drei, ich müsste ein viertes machen und das bringt meistens Pech. Jetzt zeige ich euch schnell im Durchlauf das Skript. Ach, natürlich, ich wollte gerade sagen, es ist kaputt. Wäre jetzt echt lustig geworden. So, das ist. Ja, die Spitzhacke dauert am längsten. Was das gerade für Grafikbugs waren, keine Ahnung. Ich denke, was liegt an der Spitzhacke? Ist eher der größte Scheiß laut, eher am längsten. Macht keinen Spaß. Und ja, zeige ich euch da das coolere vom Bein. Einmal noch der Bohrer. Jede Handlung hat eine Animation. Das finde ich persönlich richtig sick. Nicht diese stumm rumstehen, bücken, Kotze. Weil ich habe keinen Bock, dass meine Leute auf dem Server einfach in der Ecke rumstehen und AFK fahren. Damals auf GLRP, jetzt District 9 oder District. Wo ich mir denke, muss nicht sein, soll jetzt kein Disrespect an diesen Server sein, eine neue Leitung. Aber auch dieses Server mit diesem Crime Life. Reden wir nicht drüber. Hier ist der MidCoRP-Server und ich werde jetzt hier noch ein paar Steine abfahren. Weil jetzt auch nicht gerne über schlecht über andere Server reden. Weil jeder was zu Menge an andere Server. Deswegen baut jeder seinen eigenen Server auf. Jeder hat andere Strategien, wie er seinen Server aufbauen möchte. Und wir sehen uns bei dem zweiten Part. So, am Part 2 angekommen. Ich würde sagen, Part 2.1. Wie man es nimmt, die könnt ihr eure Steine waschen. Wieder mit Animation, wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Man ist nicht direkt im Wasser, kann man sich drüber streiten. Aber es gibt halt kein Emote, wo der Typ. Ein Pferd hat Pferd, ich glaube, so überarbeite ich das nochmal. Ich weiß nicht, ob ich da Zugriff drauf habe, weil es ein gekauftes Skript ist. Auf jeden Fall ist es der Part, wo man halt seine Steine wäscht. Wie ihr seht, bekommt ihr da jede Menge andere Sachen raus. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei dem anderen Part, wo man noch Gold, nur Gold oder auch irgendwelche anderen Gegenstände raussammeln kann. So, jetzt sind wir an dem Part angekommen, wo wir halt eine Goldpfanne benötigen und. Ja, natürlich nicht, die muss ich immer ganz schnell geben. So, wieder angekommen an dem Punkt, wo ich jetzt auch eigentlich meine Goldpfanne oder auch Goldsieb natürlich habe. Ich habe gesagt, hier, das hat hier eine Animation und ihr bekommt ja halt nicht nur Gold raus, ihr bekommt jede andere Sache raus. Also ihr bekommt hier wirklich alles. Und das ist eine Wahrscheinlichkeitssache, wann ihr was bekommt. Das ist nicht zu 100% immer Gold. Vorweg. So, jetzt sehen wir uns dann bei dem dritten und vorletzten Part. So, angekommen beim vorletzten Part. Es spielt sich alles hier drin ab. Wollte ich euch schon mal auf den Weg geben, das, was ihr gerade gesehen habt, mit diesen Goldwühlen, müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber machen. Da bekommt ihr alles raus. Alles, was ihr habt. Das muss übersetzt werden aufs richtige. Cracking-Wagen. Nein, muss jetzt nicht sein. Hier seht ihr auch, Stein verarbeitet, kommt irgendwas raus. Kohle, Holz, Holz sage ich schon. Kohle, Golderz, Diamant, immer wieder was anderes oder Carbon. Nicht Kohle, Carbon meine ich, sieht aber aus wie Kohle. Und das ist immer unterschiedlich, was ihr hier rausholt. Einfach mal irgendwas bekommt ihr hier raus. Es ist hier nie immer das Gleiche. So, dann sehen wir uns bei dem nächsten Part. Und jetzt kommen wir am vorletzten Part der Verarbeitung. Ihr könnt natürlich alles das verarbeiten, was ihr auch habt. Das, was ihr habt, wird hier als grüner Pfeil dann angezeigt, als Häkchen. Und so sieht das Verarbeiten aus, dann zu einem Goldbarren oder whatever. Und das könnt ihr mit alles machen. Manches braucht ihr auch für Waffen, so ein kleiner Sneak Peek mal am Rande. Und wir sehen uns dann beim letzten Part. Das ist der letzte Part, bevor ihr es verkaufen könnt. Ihr seht ihr dann genauso wie bei dem anderen. Das, was ihr machen könnt, könnt ihr machen. Und das seht ihr dann auch hier so als Häkchen. Somit würde ich dann sagen, sehen wir uns auf jeden Fall dann beim Verkäufer. Ah,
Was mir gerade einfällt, müsst hier noch verarbeiten, damit ihr dann überhaupt. Zeig's euch schnell. Wo ist der Bohrer kaputt? Muss mir einen neuen Bohrer kaufen. Dann könnt ihr nämlich auch noch Smaragdringe herstellen. Geht einfach zu einem netten Mann hier, sprecht mit dem, mit Target. Das Turbolink ist im Discord. Kauft sich einfach nochmal zwei Bohrer. Sehen wir uns beim Verkäufer. So, beim Verarbeiter angekommen. Verkauft die Sachen mal dem netten Mann hier draußen. Huch, einmal durchgelaufen durch ihn. Dann geht ihr drauf und dann könnt ihr einfach hier Smaragde verkaufen. Rubin. Ganz einfach so. Der lässt so verschrickt sein Brett fallen. Das ist natürlich auch gut. Könnt ihr alles verkaufen, eure Ringe, die ihr habt. Das, was ihr nicht habt, wird halt dann auch nicht angezeigt oder ausgegraut. So, würde ich sagen, das war auf jeden Fall das mit dem Skript. Bis zum nächsten Mal, euer Jack. Ciao, ciao.